Heute wollen wir uns mal die App Valley Cash ansehen, mit der man Banknoten authentifizieren kann. Ich habe die App schon länger auf meinem Telefon, weil ich die unbedingt mal vorstellen wollte. Und ja, dann habe ich sie vergessen und gerade eben habe ich sie wieder rausgekramt. Und wir schauen uns das heute mal an. Ich weiß nicht, ob wir so eine App unbedingt brauchen. So eine Euro-Banknote hat genug Sicherheitsmerkmale, die man eben mit bloßem Auge erkennen kann. Nach dem Motto sehen, kippen, fühlen. Aber dazu muss man natürlich wissen, was die Sicherheitsmerkmale sind. Und vielleicht ist diese App für den einen oder anderen zu gebrauchen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Valley Cash, Banknoten authentifizieren. Und wir schauen uns mal die Vorschau an. Hier sehen wir im Video, wie das theoretisch funktionieren soll. Das funktioniert in verschiedenen Währungen. Banknoten mobil authentifizieren. Schnelle und einfache Authentifizierung, Authentifikation verschiedener Währungen, weitere Fälschungserkennung, Anleitung auf dem Bildschirm, Banknoten in Sekundenschnelle scannen und prüfen, automatische Erkennung von Währung und Betrag, schnelle Ergebnisse und optimale Anleitung zur manuellen Überprüfung. Egal ob im Supermarkt oder auf Weltreise, authentifizieren Sie Ihre Banknoten einfach und verständlich. König und Bauer bietet mit der vorliegenden App dem Nutzer eine Unterstützung beim Authentifizieren von Banknoten an. Beim Banknotendruck werden bestimmte Druckprozesse verwendet, deren einzigartigen Charakteristiken das Fälschen von Banknoten erheblich erschweren. Diese App detektiert die Charakteristiken unter Verwendung einer schlichten Bilderfassung. Die Charakteristiken ermöglichen es der Valley Cash App, echte Banknoten von Fälschungen zu unterscheiden. Anweisungen auf dem Bildschirm führen durch den Prozess. Automatische Erkennung von Währung und Betrag beim Erfassen einer Banknote eine optionale manuelle Verifikation hilft Ihnen zusätzlich. Bitte beachten Sie, dass derzeit nur Euro-Banknoten unterstützt werden. Die Unterstützung für andere Währungen ist geplant und wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt. Bleiben Sie dran. Aha, man wirbt oben aber schon mit verschiedenen Währungen. Naja, es ist, wie es ist. Und wir starten die App jetzt mal, indem wir auf Öffnen klicken. Und dann müssen wir direkt einem Lizenz- und Bedingungsvertrag zustimmen und bekommen ein Anleitungsvideo präsentiert. Die Banknote soll auf eine ebene Fläche gelegt werden. Am Rahmen soll sie ausgerichtet werden. Dann klickt man die Schaltfläche an zum Authentifizieren und es wird anschließend das Ergebnis angezeigt. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Diese Version der App unterstützt nur Euro-Banknoten. Installiere neuen Datensatz. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Das dauert einen Moment. So, jetzt ist die App einsatzbereit. Wir klicken auf Weiter. Valley Cash möchte jetzt auf die Kamera zugreifen. Valley Cash möchte den Standort verwenden. Dann soll die Banknote ausgerichtet werden. Dann wird auf den Button gedrückt und dann sehen wir, ob der Geldschein echt ist. Und das war es dann auch schon mit der App. Was man noch zeigen könnte, das sind die Einstellungen, die wir hier in andere Sprachen ändern können. Also die Spracheinstellungen. Hier gibt es Englisch, Französisch, Deutsch zur Auswahl. Dann gibt es den Verlauf. Hier sehen wir jetzt, welchen Wert die Banknote hatte und wann diese gescannt wurde. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn haben soll, aber okay. Anleitungsvideo, Leitfaden zur Fehlerbehebung, empfohlene Vorgehensweise. Man muss den Schein schon sehr genau unter der Kamera ausrichten. Das dauert einen Moment, also an der Kasse würde ich dieses Programm jetzt nicht unbedingt verwenden wollen, das dauert zu lange. Ansonsten, ja, praktische App, aber wie gesagt, ich brauche die zum Beispiel nicht unbedingt. Ich erkenne echte Scheine auch so. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.